So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Resident Evil 3 Nemesis Replay mit eurem Mr. Horror Jumper. Und ja, wir waren im letzten Part hier in diesem Glockenturm angekommen. Durch ein kleines Drama durch die Straßenbahn. Zu der Straßenbahn habe ich noch gleich etwas zu erzählen. Wir versuchen uns erstmal hier ein bisschen durchzuschlagen und ein bisschen gucken, was hier noch so auf uns zukommt. Ja, und wie wir sehen können, haben wir natürlich auch direkt Besuch und werden direkt angefahren und geht doch bloß weg. Lass mich bloß in Ruhe. Sie haben den Glockenturmschlüssel benutzt. Ja, weg hier. Ich finde es sehr unnötig, dass wir jetzt gegen die kämpfen. Ich meine, die verschwinden nach einer Zeit. Hoffe ich zumindest. Sollte das nicht der Fall sein, dann habe ich natürlich die A-Karte, aber was will man dagegen machen? Carlos, I don't believe it. You're alive. I'm not sure how we're gonna get out of this town. What are you talking about? We made it! You don't get it. They have no intention of letting us make it back alive. Do you really think we can trust their great evacuation plan? Huh, it's just a piece of paper. But we don't have any other choice than to trust them right now. No. If we're gonna die, then we should get to choose when it happens. So that's it then, huh? You're giving up? No. I just... I can't handle it. Ja, diese Szene sieht man, glaube ich, nicht, wenn man jetzt quasi aus der Straßenbahn rausgesprungen wäre, weil dann hätte man Carlos, glaube ich, hier nicht getroffen an der Stelle. Ich meine, ich sehe auch zum ersten Mal diese Clip-Sequenz, wie sie ihm eine gibt. Also es hat mich gerade schon sehr verwundert. Aber es war mal ein schön, ein schöner Clip, sagen wir es mal so. Im Kamin ist nix. So, okay. Wir können das jetzt kombinieren. Das heißt, wir haben schon wieder sehr viel Munition für den Granatenwerfer. Das finde ich schon sehr, 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 sehr gut. Ich finde diesen Raum ziemlich episch, der hat was vom ersten Teil. Ich glaube, das sollte auch ein bisschen daran angelehnt sein. Darum finden, glaube ich, auch die meisten, dass der dritte Teil, glaube ich, am besten ist. Einfach nur, weil es eine Kombination aus dem zweiten ist, wegen dem Polizeipräsidium. Und eine Kombination aus dem ersten und gleichzeitig noch ein eigenständiger Teil durch den dritten. Weil man ja quasi in Raccoon City herumläuft, beziehungsweise ein paar neue Orte hat. Finde ich ganz nett. Oh. Wen haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Möchte er es mitnehmen? Minenwerfer! Stimmt! Der gute Minenwerfer! Er hält etwas in seiner Hand. Dienstanweisung. Befehl für UBCS. Echo-Team. Innenstadtbereich von Verseuchung befreien und restliche Bürger in den Glockenturm evakuieren. Unter den Zivilisten haben Beschäftigte Vorrang, die in Tochterunternehmen von Umbrella arbeiten. In ständiger Alarmbereitschaft bleiben, denn die Infizierten verfügen über große Ausdauer und werden ohne Zögern zuschlagen. Evakuierungsablauf. Erstens, wenn der Auftrag ausgeführt ist, oder wenn es möglich wird, ihn zu erfüllen, muss sofort evakuiert werden. Zweitens, wir werden einen Hubschrauber, der in der Vorstadt wartet, direkt zum Platz vor dem Glockenturm schicken. Drittens, wenn Sie für die Evakuierung bereit sind, läuten Sie die Glocke im Glockenturm, um den Hubschrauber ein Zeichen zu geben. Okay, wir wissen jetzt schon mal, dass hier quasi ein Hubschrauber hinkommen möchte. Und was ist mit dir los? Die Leiche eines Söldners. Er ist wohl im Kampf gestorben. Ich frage mich, wer ihn umgebracht hat. Was haben wir denn hier Feines? Glockenturmkarte. Ah. Ja, ganz nett. Jetzt seht ihr auch mal den Glockenturm. Ja, er ist relativ groß. Ich finde ihn ganz nett. Hat auf jeden Fall etwas. Man sieht hier auch, beziehungsweise, ich weiß gar nicht mehr, was es mit dem Minenwerfer auf sich hatte. Ich glaube, das war auch per Zufall, dass man den bekam. Oder bekam man den nur auf der Schwierigkeitsstufe schwer? Ich glaube schon. Wir können ihn ja mal prüfen, falls ihr Bock habt. Prototyp einer Waffe aus Umbrellas Rüstungsabteilung, ach so. Benötigt spezielle Kugeln, die einen Sensor besitzen.
Der soll sehr gut sein, um Nemesis ein bisschen zu trollen. Um ihn ein bisschen aufzuhalten. Und ein Erste-Hilfe-Spray. Gott sei Dank. Das ist ja schon mal sehr viel wert. Was haben wir denn hier Feines? Eine Spieluhr. Sie spielt leider nicht richtig. Auf ihrem Deckel steht etwas geschrieben. Ach ja. Das sollte man sich eigentlich merken. R-H-R-R-H-R. Ja, ich habe jetzt leider nichts zum Schreiben, Leute. Ich hoffe, ich kann es mir merken. R-H-R-R-H-R. Okay. Sollte das nicht der Fall sein, dann müssen wir leider nochmal zurückgehen. Es tut mir leid. Ich hätte mich vorher vorbereiten sollen. Aber normalerweise gibt es hier kaum so Rätsel, die ich eigentlich nicht direkt drauf hätte. Naja, hier haben wir auch wieder Heilung für, ja, für das Gift quasi. Man könnte sagen, gegen Giftkräuter im Großen und Ganzen. Und da haben wir, glaube ich, noch eine Spieluhr, wenn ich mich jetzt gerade recht erinnern kann. Scheint eine alte Spieluhr zu sein. Etwas steht auf dem Deckel. Ach, das... Ja, stimmt. Das war, glaube ich, das Richtige. Also H-R-H-H-R-H. Also mit H fängt es an, dann R, dann H-H-R-H. Okay. Also mit H fing es an. Das sollten wir uns merken. Gut, gucken wir uns mal um. Ich weiß nämlich selber nicht mehr genau, wie der Glockenturm so ganz funktionierte. Nur noch so ein Bruchteil mäßig. Ja, wir haben zum Glück noch ein bisschen Platz. Es müsste eigentlich reichen. Die Munition, okay, das ist geladen. Hier müssen wir definitiv aufpassen. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier einige Gegner. Wow, Double Headshot, Leute. Wie es im Buche steht. So sollte es sein, definitiv. Ich habe Angst, ich muss immer ab und zu mal nachgucken. Ich darf die nämlich nicht nachladen. Es ist hier nichts Verdächtiges. Doch. Der ist verdächtig. Und zwar sehr verdächtig. Ja, der lebt jetzt leider nicht mehr. So, Kunstpostkarte. Eine Postkarte, die antike Uhren zeigt. Sie ist mit folgendem Spruch bedruckt. Überlasse der Göttin deine Seele. Falte die Hände und bete vor ihr. Ja, das ist so ein kleiner Hinweis auf dieses Rätsel, was man da gesehen hat. Okay, die Farbbänder nehmen wir jetzt erstmal nicht mit. Wir haben ja sowieso noch jede Menge. Es ist hier nichts Verdächtiges, okay? Ja, normalerweise findet man, wenn man hier Glück hat, hier die Munition, glaube ich zumindest. Also so war es, glaube ich, sonst immer. Weil man kam, glaube ich, dann aus dieser Tür hier, wenn man aus dem Dingens gesprungen wäre. Alte Bücher liegen hier herum, aus der Straßenbahn. Damit ihr Bescheid wisst. So, das scheint doch schon mal sehr interessant auszusehen. Ach Leute, das sieht so cool aus. Ich feiere das total. Das erinnert mich so ein bisschen an die Bibliothek von Resident Evil 1. Auch die Räume hier. Schaut euch das an. Oh, herrlich, oder? Jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir lang müssen. Ich glaube, das hier war schon mal definitiv der falsche Weg. Wir brauchen da etwas. Oder? Ach nee, stimmt. Hier wäre man dann hingekommen. Ah, ich erinnere mich. Konnte man hier mit dem Schachbrett irgendwas machen? Nee, scheinbar nicht. Okay, was legen wir denn jetzt ab? Die Waffe, sollen wir die für den Notfall mitnehmen? Oder beziehungsweise ich lege sie ab, dann haben wir noch was Platz. Die Waffe brauchen wir definitiv später noch, das kann ich euch versprechen. Den werden wir sowieso bald verlieren. Ja, wir schauen uns erstmal um, oder? Ja, kommt, ich rüste das jetzt einfach mal aus, ich riskier's. Findet man hier noch irgendetwas Feines? Das weiß ich gar nicht mehr. Der Raum erinnert mich an Resident Evil Zero. Da war auch so ein Schachbrett und so. Und da war dann diese Schachfiguren, falls ihr euch daran erinnern könnt. Wenn ihr Resident Evil Zero überhaupt kennt. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Daran erinnert mich dieser Raum hier irgendwie. Und daran wollte ich jetzt gar nicht dran gehen. Ach, Moment mal. Wir gehen jetzt nochmal in diesen Raum, weil... Da war ja das Farbband. Das Farbband hebe ich dann direkt auf und gehe nochmal zurück. Damit wir das nicht die ganze Zeit mit rumschleppen. Beziehungsweise, ja, dann haben wir es hinter uns.
Genau, da haben wir das. Gutes Stück. Ah, wieder ganze 3 Stück. Ich meine, wir hatten noch 7, das heißt, wir haben jetzt insgesamt 10 Stück. Also, wenn das nicht bis zum Finale reicht, weiß ich auch nicht. Mal gucken, wir haben jetzt Wochenende. Das ist der erste Part, den ich jetzt gerade aufnehme. Ich denke, wir werden das Spiel heute durchschaffen, ja. Definitiv. Genau, und apropos Straßenbahn. Jetzt fällt es mir wieder ein, ich wollte euch was erzählen, ne? Hätte ich fast vergessen. Ihr kennt doch noch den Söldner an der einen Stelle. An der Straßenbahn. Wenn ihr zum Beispiel... Oder habe ich das schon erzählt? Keine Ahnung, egal, ich erzähle es nochmal. Wenn ihr den Söldner trefft und dieser Söldner... Also, wenn ihr noch nicht alle Gegenstände für quasi die Straßenbahn habt und ihr geht dann trotzdem dahin und wollt irgendeinen Gegenstand benutzen, habt ihr vielleicht das Glück und Zombies tauchen auf und diese... Wow. Alter, das hat mich jetzt gerade erschreckt. Daran konnte ich mich nicht dran erinnern, weil ich normalerweise immer aus dem Ding rausspringe. aus der Straßenbahn. Und dann landet man nämlich normalerweise hier. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal den Glockenturm-Schlüssel. Noch einen, okay. Gibt es hier noch etwas? Da ist nichts mehr. Wir schauen uns jetzt erstmal um. Ja, dieser Söldner, der kämpft dann gegen Zombies und ihr könnt eine kleine Clip-Sequenz eventuell sehen. Irgendjemand hat den Inhalt der Schublade durcheinander gebracht. Aha, okay. Hier hat scheinbar irgendjemand was gesucht. Wir gucken uns mal um. Sie ist beschädigt und geht nicht auf. Ach so. Ja, und dann helft ihr quasi diesem Söldner, der ja so verwundet war, falls ihr euch dran erinnert. Alter. Normalerweise ist hier Feuer. Ja, ich höre auch schon Feuer. Weil hier würde man dann anfangen, wenn man quasi aus dem Dingens rausspringt. Aus der Straßenbahn. Und dann sind hier auch direkt ein paar Zombies und so weiter. Ich erinnere mich kaum noch an den Raum. Tja, Leute, nette Gesellschaft, aber keine Lust jetzt unbedingt Patronen an diese Geschöpfe zu verwenden oder verschwenden. Das haben sie nicht verdient. Definitiv nicht, weil wir können sie ignorieren und wir spielen auf schwer, also wir dürfen uns das erlauben. Okay, wir gehen jetzt erstmal weiter und werden mit der Story weiter fortfahren. Ja, ich freue mich schon tierisch aufs Finale. Es wird episch, es wird grauenhaft, es wird... Ja, es wird noch einige Kämpfe gegen Nemesis geben, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und glaubt mir, er wird immer krasser. Es ist verschlossen. Unter dem Schlüsselloch ist der Gott der Zeit eingeritzt. Genau, da braucht man einen bestimmten Schlüssel, aber den bekommt man erst später. Um den kümmern wir uns dann auch später. Oh, Leute. Danach, wenn ich den dritten durchhabe, habe ich schon richtig Bock auf den ersten Teil. Oh oh. Habt ihr das gehört? Das war Nemesis Geräusch. Der brüllt wieder rum. Der hat Bock auf uns. Der hat uns gefunden. Ja. Oh nein. Ich versuche sie zu ignorieren. Ich kann es aber nicht versprechen. Kann ich das anlabern? Nee. Yes. Ah, korrekt. Nein, 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 nein. Ich wusste es, die kleinen Mistviecher. Ich wusste, dass sie rauskommen. Gott sei Dank habe ich diese Waffe, weil die schießt ein bisschen schneller. Das habt ihr, glaube ich, auch gemerkt. Oh, ihr kleinen Mistviecher. Die verschwinden aber, wenn man den Raum wechselt. Puh, okay. Ja, die andere, ja, um die kümmern wir uns jetzt erstmal nicht. Die brauchen wir auch gar nicht irgendwie zu überwältigen. Ja, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Es müsste normalerweise reichen, gehe ich jetzt mal von aus. Dann gucken wir mal. Oh, hier gibt es rote Heilkräuter, Leute. Eins kann ich ja schon mal mitnehmen, oder? Wobei? Nee. Lass mal erstmal stecken, kann man immer noch später mitnehmen. Gibt es hier was in diesem komischen Krug oder in dieser Vase? Nee, scheinbar nicht. Was haben wir denn hier? Auf der kupfernen Zierplatte ist ein Schlüsselloch. Möchten Sie den Glockenturm-Schlüssel benutzen, ja?
Diesen Schlüssel brauchen Sie nicht mehr. Möchten Sie ihn ablegen? Na klar, immer weg damit. Was war damit nochmal? Wollen Sie den Schalter drücken? Ich würde sagen, nein. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum. Würde mir jetzt auch nicht gerade in den Sinn fallen, warum. Okay, gut. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Möchten Sie die Leiter hochklettern? Na klar. Dieser Glockenturm. Ja, ich weiß nicht. War davon nicht auch im zweiten Teil die Rede? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich meine, hier gab es eine Truhe, oder? Jetzt enttäuscht mich nicht. Ja, korrekt. Gott sei Dank, hier ist eine Truhe. Ich habe schon Panik geschoben, Leute. Denn, wofür war der Schlüssel denn auch eigentlich? Brauchen wir den später noch? Den habe ich jetzt nicht nochmal benötigt. Ach ja, ich erinnere mich. Das hat was mit etwas anderem zu tun. Gibt's hier noch irgendetwas? Nee? Okay. Aber wir kriegen hier erstmal wieder Munition, Leute. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Das Problem ist, wir sollten die Munition... Ich glaube, eins werde ich benutzen, damit ich für die normale Pistole noch ein bisschen Munition habe. Den Rest werde ich behalten, damit wir das kombinieren können. Wir haben hier sowieso ein bisschen Munition momentan, also reicht das. So, schön kombinieren. Ah nee, der stellt dann die besseren her, ne? Möchten Sie verbesserte Munition? Nein. Dann kann ich nämlich die normale Knarre nämlich ablegen. So, dann kriegen wir nämlich die bessere. Darauf habe ich nämlich mehr Bock. Zumal, wir kommen ja immer dem Ende, immer näher entgegen. Und dann ist es schon viel besser, wenn man dann solche Munition bei sich trägt. So. Das können wir schön ablegen. Rotes Heilkraut, Farbband, Feuerzeug, Munition, etc. Können wir erstmal knicken. Wobei, Moment mal. Wir können, wenn wir einmal dabei sind, können wir ja direkt was kombinieren. Und zwar genau. Nichtsdestotrotz haben wir ja die grünen Kräuter mitgenommen. Und ich bin der Meinung, die sollten wir dann auch verwenden. Ja, genau hier. Ein grünes Kraut können wir mitnehmen. Hier gibt es noch ein kleines Rätsel, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon lösen konnten oder können. Hier liegt nämlich noch etwas. Genau, Silberzahnrad. Das haben wir jetzt mitgenommen. Nämlich das müssen wir nämlich noch irgendwie verwenden. Ich muss erstmal gucken. Eine Spieluhr mit kunstvoller Verzierung. Es gibt Schalter, die mit A bis F bezeichnet sind. Wollen Sie die Schalter bedienen, ja? Schieben Sie nach oben oder unten. Schalter A. Ich meine, das war... Lass mich überlegen. Hoch. Ja. Dann war das, glaube ich, runter. Ach, das war der nächste... Ja. Man hört schon, dass das der richtige Ton ist. Jetzt konnte ich euch das mal kurz demonstrieren. Auch wenn ich es nicht gewollt habe. Schalter B. Ja, der war runter. Genau. Und dann war, glaube ich, nochmal runter, oder? Nee, der war doch oben. Ja, der war oben. Ja, so kann man es eigentlich ausprobieren, aber naja. Jetzt müsste aber, glaube ich, wieder runterkommen. Nein, dann war das doch hoch. Wie ihr merkt, habe ich es mir nicht richtig gemerkt. Aber jetzt kommt runter. Und dann wieder hoch, oder? Oder nochmal runter? Nee, ich meine hoch. Das müsste jetzt richtig sein.
Ja, im Endeffekt braucht man gar nicht quasi diesen Hinweis unten, aber okay. Ja, ist ja gut. Ich habe keinen Platz dafür. Da muss ich Platz machen. So. Ja, ich lege erstmal diesen Schlüssel hier ab. Den brauchen wir, glaube ich, später noch. Aber nichtsdestotrotz, wir nehmen jetzt das erstmal mit. Was? Kronos-Kette. Achso, Kronos-Kette. So, in der Kronos-Kette, die muss man, glaube ich, prüfen, soweit ich weiß. Eine Kette zu Ehren eines Gottes der Zeit. Neben dem Ornament befindet sich ein kleines Loch für eine Schraube. Stimmt. Genau. Und die musste man... Ach, lass mich jetzt nicht lügen. Ich glaube, den musste man dann unten benutzen, da an dieser einen Tür, wo ich gesagt habe, ah, da kommen wir nicht durch und so weiter und so fort. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Wobei, ich habe noch eine andere Vermutung. Aber ich meine, dass es nicht so war. Das hat was mit was anderem zu tun gehabt. Ich gucke jetzt mal eben. Einen Augenblick bitte. So. Genau. Jetzt haben wir nämlich den Chronoschlüssel. Ein Schlüssel, der für die Anbetung eines Gottes der Zeit bestimmt ist. Genau. Und jetzt können wir nämlich auch da rein. Und bevor wir... Ich glaube, brauchte man hier noch etwas. Ein wunderschön verzierter Apparat. Ich glaube, da fehlt nämlich noch etwas. Ja, ihr merkt schon, das Ganze funktioniert nicht. Nichts passiert. So, das heißt also, das können wir erstmal nicht gebrauchen. Das können wir ablegen, weil wir kommen ja sowieso nochmal zu dieser Stelle, würde ich jetzt mal behaupten. Den nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Das auch. Moment. Grünes Heilkraut, Leute. Definitiv. Okay, dann wollen wir mal. Ja, ihr werdet jetzt lachen. Möchten Sie die Leiter runterklettern? Na klar. So. Jetzt passt mal auf. Ich möchte das nämlich kombinieren. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme das Grüne mit. Man kann ja nie genug haben. Natürlich haben wir noch ein Erste-Hilfe-Spray. Aber ihr kennt das ja. Sollte man gegen Nemesis kämpfen, sollte man immer genügend dabei haben. Ja, davon habe ich jetzt nur 15 dabei. Aber immerhin, dann haben wir noch Platz gespart. Ja, apropos Nemesis. Ich konnte es mir ja schon denken und wir haben wieder zwei Alternativen. Ja, wir verwenden das Kabel. Wenn ihr das Licht gemacht hättet, wäre er runtergefallen, weil er geblendet worden wäre. Und ja. Aber mit dem Kabel machen wir ihn jede Menge Schaden. Und er fällt erstmal hin. Ich bin mir gerade unsicher. Genau. Wir können nämlich... Was? Noch ein? Alter, ich wusste gar nicht, dass er zwei hat. Ja, ihr merkt schon. Der gute Herr liegt da nicht umsonst. Und man kann nicht über ihn laufen. Das heißt, er steht später nochmal auf. Also nicht irgendwie verzweifelt gegen ihn kämpfen. Am besten das mit dem Stromkabel machen. Man hört es vielleicht schon, genau. Der nette Herr verfolgt uns nämlich jetzt. Und er will nämlich spielen. Er hat nämlich Bock und Hunger auf uns bekommen. Und ja, jetzt kann die Jagd ein wenig beginnen, würde ich mal vorschlagen. Aber da oben gegen ihn zu kämpfen ist ein bisschen sinnlos. Jetzt lass mich mal eben überlegen. Also, wir haben den Schlüssel. Das heißt, wir können schon mal in diesen einen Raum. Ich bin dafür, dass wir da hingehen. Ich hoffe mal, dass er uns nicht bis dahin verfolgt. Sollte das der Fall sein, dann muss ich gucken, wo ich gegen ihn kämpfe. Weil da hättet ihr erstmal, ja, wenn wir jetzt nochmal gegen ihn gekämpft hätten, hätten wir, glaube ich, noch keines der wichtigen Sachen bekommen. Sie haben den den Kronos-Schlüssel benutzt. Diesen Schlüssel brauchen sie nicht mehr. Möchten sie ihn ablegen? Na klar. Den Kronos-Schlüssel, Leute. Okay, wir sind jetzt in diesem Raum. Hier gibt es ein paar nette Sachen. Nämlich ein paar Spinnen. Ah, ja, ihr merkt es schon. Genau. Es gab nämlich mehr als nur eine. Oh. Oh.
Habt ihr gesehen, der Raum erinnerte doch wirklich so an das Herrenhaus so ein bisschen, aus dem ersten Teil. Oh. Das ist sehr traurig da in der Ecke. Ich guck jetzt mal an die Zeit. Sagt leider, es ist vorbei. Tja, das erwartet uns im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Nemesis ist hinter uns her. Das Ganze hier ist ein Rätsel. Da in der Ecke, was damit passiert ist, das werdet ihr im nächsten Part erfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Survival Horror Time mit Mr. Horror Jumper. Auf Wiedersehen!